Yuma Iro braucht Hilfe dabei, die Gebetsperlen ihres Großvaters zu finden. Und wir finden einen ersten Hinweis auf den Verbleib von Midas. Das kam angeschwebt. Ich vermute, es ist von Ihnen. Hallo. Ja, das stimmt. Die Laternen sind für meinen Großvater. Damit ehre ich ihn. Wer war Ihr Großvater denn? Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Er stürzte über der Insel ab, desertierte und traf meine Großmutter. Sie würdigen, dass er sich vor seiner Pflicht gedrückt hat? Das ist es nicht, was ich ehre. Was dann? Ich habe meinen Großvater immer bewundert. Eines Tages, nach einem heftigen Regen, fand ich vergrabene Fotos in unserem Garten. Dinge aus seinem früheren Leben, aus dem Krieg. Ich bastle diese Laternen jedes Jahr an seinem Todestag, um daran zu erinnern, dass es nie zu spät ist, sich zu ändern. Mein Großvater hat viele Menschen getötet, aber er war auch mutig genug, seine Fehler einzusehen. Er tat, was er konnte, um sie wieder gut zu machen. Bin nicht sicher, ob Mut das richtige Wort dafür ist. Er hat sich aus dem Nichts ein neues Leben aufgebaut. Das erfordert Mut. Und nun entehren diese Soldaten sein Andenken. Was meinen Sie damit? Ich habe seine Fotos aufgehoben. Ich erinnere mich an jedes Detail, an jeden Knopf an seiner Jacke. Letzte Woche sah ich einen Soldaten damit. Sie haben seine Kostbarkeiten gestohlen. Seine Schätze. Und ich soll sie Ihnen zurückbringen? Bitte. Ich kann Ihnen Fotos der Sachen zeigen, die gestohlen wurden. Moment. Ich kenne einige dieser Dinge. Sie haben einem Freund von mir gehört, Midas. Die Soldaten haben das alles gestohlen? Ja, alles. Gut, ich helfe Ihnen. Dann suchen wir mal das abgestürzte Flugzeug von Yuma Iros Großvater. Vielleicht finden sich ja dort Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Gegenstände. Achtung, Kontakt! Alles sauber. Kontakt, 12 Uhr, 2 Sentinel. Ich übernehme. Hallo. Haben Sie Informationen, die mir helfen könnten? Mehr weiß ich dazu nicht. Tausend Dank. Sehe das Flugzeug. Jetzt lassen Sie uns nach Artefakten aus dem Zweiten Weltkrieg suchen. Ah. Okay, Arschloch. Sag mir alles, was du über das Halstuch und diese Perlen weißt. Oh, komm schon, du weißt doch schon alles. Mehr kann ich dir nicht sagen. Was zum... Wer die Sau platt macht... Alles gefunden, Gott sei Dank. Midas, ein Teil von dir ist zurück. Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken, dass Sie mir das zurückgebracht haben. Mein Großvater wurde bis zu seinem Tod von den Taten verfolgt, die er begangen hat. Es liegt in meiner Verantwortung, dass sein Erbe weiterlebt und niemand seine Fehler wiederholt. Sein bester Freund, auch ein verlorener Soldat, hatte ein noch schlimmeres Schicksal. Ein schwacher Trost. Ihr Großvater hat im Krieg in einer ungerechten Welt sein Möglichstes getan. Ich weiß, dass Midas da draußen ist und für seine Überzeugungen kämpft. Letztendlich ist das alles, worauf man hoffen kann. Mission erfolgreich. Gut gemacht. Nehmt euch den Rest der Nacht frei.